Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchempfehlung für euch und wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, es geht um Dark Elements 4 von Jennifer Armentrout und das ist der erste Teil der Spin-Off-Reihe zu Dark Elements und wer mich schon länger kennt und schon etwas länger verfolgt, weiß nicht nur, dass ich Jennifer Armentrout über alles liebe und sie meine Queen ist, sondern dass ich die Dark Elements-Reihe von ihr am meisten liebe. Also Dark Elements ist meine absolute Lieblingsreihe von Jennifer Armentrout und deswegen habe ich mich sehr auf das Spin-Off glühende Gefühle gefreut. Und ja, wie mir das Buch gefallen hat, das verrate ich euch jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. So, ich stelle das Buch mal hier hin, weil wenn ich es die ganze Zeit in der Hand halte, ist das ein bisschen doof für die Kamera, weil die kriegt dann das wieder nicht hin, weil der Umschlag so glänzt. Und dann verstellt die sich immer und dann werde ich erst recht wieder unscharf und so schön diese glänzenden Umschläge sind. Für die Kameras sind sie nicht sehr freundlich. So, ich habe mich riesig auf das Spin-Off gefreut, auch wenn viele Leute gesagt haben, ha, wieso kommt Zane jetzt seine eigene Reihe? Es war ja klar, dass Layla sich für Roth entscheidet, bla bla. Denn in Dark Elements entspinnt sich zwischen Layla, Zane und Roth so eine Dreiecksbeziehung und am Ende entscheidet sich Layla aber für Roth. Und Zane ist quasi der Gelackmeierte und ich kann verstehen, dass viele gesagt haben, ja, Zane, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Er ist halt einfach übelst der Gute und er ist so glatt und Und ich weiß, dass viele auch gedacht haben, dass dieser Charakter nicht viel hergibt. Aber ich habe immer gehofft, dass mehr hinter Zane steckt. Und das ist mir jetzt bewiesen worden, nachdem ich das Buch hier gelesen habe. Denn nach Dark Elements hat sich Zanes ganze Weltanschauung erstmal komplett verändert. Und auch Zane hat sich verändert. Und es war einfach toll zu sehen in diesem Buch, was noch alles so in ihm drinne steckt und dass da eigentlich auch noch ein richtiger Mensch quasi da dahinter steckt und nicht nur dieser altglatte Super-Schönling, wie wir ihn in den ersten drei Teilen kennengelernt haben. Ich meine, man hat am Ende von Dark Elements ja auch schon gemerkt, wie sich Zane verändert, wie sich sein Denken verändert und dass da doch mehr auch dahinter steckt bei ihm. Und ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut auf jeden Fall, dass Zane jetzt seine eigene Geschichte bekommen hat und dass er sich auch in dieser Geschichte so super gut entwickelt hat. Aber worum geht es in Dark Elements 4 eigentlich? Wir knüpfen ungefähr 6 Monate nach Dark Elements 3 an die Geschichte wieder an. Layla und Roth sind immer noch glücklich und Zane kriegt sein Leben quasi gerade nicht mehr auf die Reihe. Er kommt mit dem Verlust von Layla nicht so richtig klar, er kommt mit dem Verlust von seinem Vater nicht so richtig klar, er kommt damit nicht klar, dass seine komplette Weltanschauung quasi auf den Kopf gestellt wurde und hat sich aufgrund dessen auch sehr von seinem Clan distanziert. Und dann ist es noch so, dass noch eine neue Gefahr, eine neue Bedrohung quasi auf der Bildfläche auftaucht, denn es werden immer wieder Wächter getötet und es werden aber auch immer wieder Dämonen getötet, auf dieselbe grausame Art und Weise. Und viele sagen, ja, da steckt irgendein Dämon dahinter, aber Zane glaubt das nicht. Und dadurch, dass durch die Angriffe von vor 6 Monaten und auch jetzt der Wächterclan immer dünner quasi geworden ist, weil so viele Leute gestorben sind, macht sich Zane mit Nikolai und Des auf die Suche nach Hilfe und fährt quasi in die Hauptzentrale der Wächter. Und ja, dort trifft Zane auf Trinity. Trinity ist ein Mensch, der bei den Wächtern aufgewachsen ist, der dort großgezogen wurde und ja, man merkt von Anfang an, dass hinter Trinity doch noch etwas mehr steckt und dass da irgendwie noch mehr sein muss, dass sie nicht einfach nur ein einfacher Mensch sein kann, weil sie ja bei den Wächtern wohnt. Und ja, man lernt dann Trinity am Anfang der Geschichte kennen und sie war mir sofort super sympathisch. Also ich habe mit ihr sofort sympathisiert. Ich fand sie vom ersten Moment an wirklich richtig, richtig cool. Trinity ist auch wieder ein Charakter, die sehr forsch ist und sehr emotional und mit sowas komme ich ja super klar, ne? Also wenn die so auf emotionaler Ebene handeln und denken und quasi erst mit dem Bauch handeln und dann den Kopf einschalten, ja, das könnte ich sein. Damit komme ich super klar, weil ich halt auch von meinen ganzen Empfindungen her so bin und deswegen Trinity war mir super sympathisch. Auf jeden Fall lernen wir Trinity kennen, die in dieser Gemeinschaft wohnt und dann trifft sie auf Zane und Nikolai und Des und belauscht quasi, was da so los ist und sie hat in den letzten Monaten schon mitbekommen, dass irgendwas im Argen ist, denn es wurden auch andere Wächtersiedlungen angegriffen und eine Wächtersiedlung wurde komplett dem Erdboden gleichgemacht und niemand weiß, wer dahinter steckt. Und ja, Zane bittet um Hilfe und der Anführer der Wächter quasi, der Herzog, der dazu gewählt wurde, der ist der Ziehvater von Trinity und heißt Tiri. Und er bittet jetzt, dass Zane und sein Clan noch bis zur Akkolade, oder ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, bleibt. Denn da werden neue Krieger ernannt und dann können sie Verstärkung bekommen und dann, ne, können sie die mit nach Hause nehmen und halt da gucken, was da abgeht.
Und so bleibt dann Sam für ungefähr eine Woche in der Siedlung und er und Trinity treffen immer wieder aufeinander und dann wird Trinity angegriffen und ist in großer Gefahr und Zane findet sie dann und hilft ihr und rettet sie und dann passiert ein Angriff auf die Siedlung und ja, was dann nach diesem Angriff alles passiert und was genau alles dahinter steckt und was so mit Trinity und Zane ist, das ist es im Endeffekt, worum es in Dark Elements 4 schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, hinter dieser Geschichte steckt wieder so viel mehr. Jennifer Armentrout schafft es hier wieder auf den letzten 50 Seiten wirklich nochmal so eine Wendung reinzuhauen, die ich nicht habe kommen sehen. Ich habe sie einfach nicht kommen sehen. Ich habe damit einfach null gerechnet, aufgrund der Umstände auch nicht. Und ja, die Wendung war wirklich richtig gut. Es hat immer so eine richtige Spannung reingehauen in die Geschichte. Und auch was am Ende mit Zane und Trinity passiert ist, war so... Nein, 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 verdammt. Und ich bin so gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich will wissen, was hinter dem Ganzen steckt. Ich will wissen, wie es mit den beiden weitergeht. Das ist einfach wieder so ein Ende, wo man sagt, ja, ich möchte den zweiten Teil und das jetzt. Und also ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte vom Inhalt her, von der Aufmachung her und von dem Ganzen drum und dran, vom Plot-Twist allem her, super gut wieder gefallen hat. Ich war sofort wieder drin in der Welt. Ich hatte keine Probleme, mich da wieder zurechtzufinden. Ich kann auch nur sagen, dass Leute, die Dark Elements nicht gelesen haben, rein theoretisch den vierten Teil auch lesen können, aber sie werden es ein bisschen schwerer haben, in diese Welt reinzukommen. Weil du bei Dark Elements am Anfang ja in diese Welt hier reingeführt wirst und alles erklärt bekommst. Und bei Dark Elements 4 ist es jetzt halt so, du wirst quasi in diese Welt geworfen und sie ist halt da und du musst halt irgendwie gucken, dass du für dich damit zurechtkommst. Und deswegen würde ich sagen, man kann den vierten Teil schon lesen, ohne die ersten drei gelesen zu haben, aber man wird es definitiv schwieriger haben, sich das auch alles vorzustellen und da sich drin zurechtzufinden. Deswegen würde ich sagen, lest aus die ersten drei Teile, denn die sind definitiv lesenswert. Definitiv. Ich liebe die. Ich liebe die Bücher. Und Roth ist immer noch mein Bookboyfriend hoch 20. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Auch wenn er jetzt hier im vierten Teil an einer Stelle so ein richtiger... war. Naja. Ja, auf jeden Fall hat mir das Buch vom Inhalt her und von allem drum und dran wirklich mega gut gefallen. Ich fand die Story gut. Ich habe das Buch vorhin auch erst beendet. Ich habe gestern gelesen und habe dann gedacht, so, jetzt hast du noch 50 Seiten. Und dann dachte ich so, nein, diese 50 Seiten wirst du dir für morgen früh aufheben. Du möchtest dieses Buch einfach noch ein bisschen länger genießen. Und deswegen habe ich dann gestern Abend an einer Stelle Schluss gemacht, wo ich wusste, okay, hier kann ich jetzt noch pausieren. Hätte ich ein Kapitel weiter gelesen, hätte ich nicht mehr pausieren können. Kennt ihr das? Das kennt ihr bestimmt, dieses Gefühl so, ich muss jetzt pausieren, sonst hänge ich da drin und dann lese ich es zu Ende. Und ja, ich habe das dann heute früh ganz in Ruhe und entspannt fertig gelesen und oh, es war so gut. Es war einfach so gut. Und ja, also ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich mochte, wie die Geschichte aufgebaut war. Ich fand gut, was in dieser Geschichte alles passiert ist, was man wieder erfahren hat. Und ich bin mega gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ja. Gucken wir mal, was da jetzt noch kommt. Also Jennifer Armentrout denkt sich ja immer wahnsinnig tolle Sachen aus. Und auch jetzt hier mit dem, was angedeutet wurde, was da jetzt kommt, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Was die Charaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass mir die Charaktere gut gefallen haben. Wie gesagt, Trinity mochte ich vom ersten Moment an. Sie war mir sofort sympathisch. Ja, auch, dass sie eine Schwäche hat. Das fand ich absolut gut, dass sie halt nicht perfekt ist in dem, was sie ist, sondern dass sie eine ganz normale menschliche Schwäche hat, fand ich mega gut. Das hat mir sehr gut gefallen und das ist eine Schwäche, mit der muss man erstmal klarkommen. Ich weiß nicht, ob jeder Mensch so damit umgehen würde, wie sie es getan hat und das fand ich wirklich richtig toll und ich finde es halt wirklich gut gemacht, dass Jennifer Armentrout das da noch mit in die Geschichte eingebaut hat. Das hat ja einen bestimmten Hintergrund, dass die... Protagonistin in diesem Buch diese Schwäche hat. Und diesen Grund erfährt man, wenn man sich die Danksagung durchliest. Ich möchte darauf jetzt nicht so weit eingehen, aber die Danksagung in dieser Geschichte ging mir schon sehr nah. Also ich habe die gelesen und habe nur gedacht, ach du Scheiße. Wirklich, ich habe über diese Danksagung wirklich 2-3 Tage nachgedacht. Ich habe die gleich gelesen, als ich das Buch angefangen habe zu lesen. Weil ich einfach hinten reingeguckt habe und wissen wollte, ob da noch eine Fortsetzung kommt oder ob das ein Einzelband ist, weil ich das nicht wusste. Und dann habe ich halt gleich die Danksagung gelesen und das ging mir wirklich, das ging mir nah. Das muss man erst mal sacken lassen. Denn diese Schwäche, die Trinity als Protagonistin hat, hat auch die Autorin. Und das ist eine Sache, wo ich sage, okay, das ist echt krass, gerade als Autorin. So etwas zu haben,
Das ist richtig, richtig heftig. So, wenn ihr jetzt wissen wollt, was es ist, lest das Buch, kauft es euch, schaut rein. Ich verrate es euch nicht. Ja. Auf jeden Fall finde ich das gut, dass halt Trinity als Protagonistin nicht perfekt ist. Und wie gesagt, ich mochte sie von der ersten Seite an. Und was Zane betraf, ich fand ihn in Dark Elements in den ersten drei Teilen gut. Ich mochte ihn, ich fand ihn sympathisch, aber er kam halt einfach nicht an Roth ran. So, von seinem ganzen Tun und Handeln. Roth war einfach vom ersten Moment an da und Zane kam dann so ein bisschen später hinterhergezottelt. Und dadurch hat das mit ihm so nicht funktioniert in den ersten drei Teilen. Aber jetzt hatte er ja seine Chance und jetzt hat er seine eigene Geschichte bekommen. Und ich finde Zane wirklich großartig in dem Buch. Ich kann nur sagen, wie er sich entwickelt hat, wie er sein ganzes Denken und alles verändert hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag Zane als Charakter wirklich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Und ja, ich mag Zane. Ich freue mich, weiter von ihm zu lesen. Und ich fange schon wieder an zu schwitzen. Meine Haare hier hinten werden schon wieder etwas feucht. Entschuldigung, das gehört nicht hierher, aber ich wollte es an dieser Stelle mal gesagt haben, falls ich immer so an meinen Haaren rummehre. Das ist echt der Nachteil an langen Haaren, ne? Da sind kurze Haare einfach irgendwie entspannter. Ja, auf jeden Fall mag ich Zane und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten finde ich die Nebencharaktere, die in dieser Geschichte mit drin vorkommen, auch wieder mega gut. Wir haben Layla und Roth, die hier mit auftauchen. Cayman ist auch kurz mit am Start, was ich super cool finde. Wir treffen Bambi wieder. Ich liebe Bambi. Bambi ist einfach toll. Ich liebe, liebe, liebe Bambi. Auf jeden Fall treffen wir Bambi wieder, wenn auch nur ganz kurz. Ich hoffe, dass sie in den weiteren Teilen wieder mit drin vorkommt, denn ich bin ein riesiger Bambi-Fan. Und ja, dann gibt es auch neue Nebencharaktere, die wir kennenlernen, so zum Beispiel Peanut. Und Peanut ist wirklich ein cooler Charakter. Den finde ich auch mega witzig. Ich finde es gut, dass Jennifer Armentrout so einen Charakter eingebaut hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit Peanut noch ein bisschen mehr auf sich hat. Peanut ist ein Geist, also er ist ein Toter, der noch nicht ins Jenseits übergegangen ist und Trinity kann aufgrund dessen, was sie ist, Geister sehen und halt Seelen. Also der Unterschied zwischen Geister und Seelen ist, Geister sind Menschen, die gestorben sind und noch nicht ins Jenseits gegangen sind und Seelen sind Menschen, die gestorben sind, ins Jenseits gegangen sind und dann wieder zurückgekommen sind, um halt über ihre Lieben zu wachen und sie einfach nochmal zu sehen und so. Auf jeden Fall kann Trinity Geister und Seelen sehen und ja, Peanut ist halt ein Geist und den kennt sie jetzt schon 10 Jahre und da geht ihr halt regelmäßig auf den Sack. Und das fand ich so gut. Peanut hat mich so ein bisschen an Tink erinnert von der Wicked-Reihe und ja, ich mag solche Charaktere einfach und ich bin sehr, sehr gespannt, was auch mit Peanut hier noch passieren wird und ob er vielleicht doch noch eine wichtigere Rolle in der Geschichte kriegt. Tink hat das ja auch bekommen. Tink war am Ende der Hero bei Wicked. Also, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall finde ich auch die Nebencharaktere in dieser Reihe wieder richtig, richtig toll. Ich liebe ja die Charaktere, die Jennifer Armentrout schreibt. Die sind immer sehr vorlaut und sehr sarkastisch und die hauen immer Sprüche raus, wo man manchmal auch sich vielleicht fragt, das war jetzt ein bisschen unangebracht. Aber ich finde das halt mega witzig und sie trifft damit halt voll meinen Humor und meinen Geschmack und das passt halt für mich immer einfach alles. Das ganze Drum und Dran, was die Charaktere betrifft, ist für mich einfach immer perfekt umgesetzt. Ja, was das Setting betrifft, befinden wir uns wie in Dark Elements hier streckenweise wieder in Washington DC, also in der Hauptstadt. Teilweise sind wir auch in dieser Wächtersiedlung am Anfang der Geschichte und ich muss sagen, dass mir das Setting wieder sehr gut gefallen hat. Ich konnte mir alles wieder sehr gut vorstellen. Ich war wieder sofort drin in dieser Welt mit den Gargoyles und den Dämonen. Also ich hatte da auch keine Probleme, mir irgendwas wieder vorzustellen. Und das habe ich bei Jennifer Armentrout eigentlich noch nie gehabt, dass ich da irgendwelche Vorstellungsprobleme hatte. Also was das betrifft, kann ich auch nur sagen, hat es mir vom Setting her super gut gefallen. Perfekte Umsetzung. Ich hab mir alles super gut vorstellen können. Ich hatte da keinerlei Probleme mit. Und was den Schreibstil betrifft, ich glaube, da brauche ich bei Jennifer Armentrout auch nichts mehr sagen. Ich liebe einfach, wie diese Frau Geschichten schreibt und erzählt. Ich liebe ihre sarkastische, witzige, sexy, romantische Art einfach sehr. Und ja, diese Frau trifft einfach on point meinen Geschmack. Und ich fand auch die Übersetzung hier wieder sehr, sehr gut. Und ja, was den Schreibstil betrifft, kann ich nur sagen, 100% mein Geschmack. So muss ein Buch sein. So, ansonsten kann ich euch zu dem Buch auch nicht viel erzählen, außer dass es mir vom Inhalt perfekt gefallen hat, dass ich die Charaktere liebe, dass das Setting mega gut ist und dass der Schreibstil auch wieder on point meins einfach gewesen ist. Also mein Fazit ist, dass Dark Elements glühende Gefühle, eine
perfekte Fortsetzung für die ersten drei Teile gewesen ist. Ich finde es gut, dass die Charaktere aus den ersten drei Teilen wieder mit drin vorkommen. Das wäre sonst irgendwie ein bisschen traurig, wenn die nicht aufgetaucht wären. Aber so hatten sie auch ihre bestimmte Rolle in der Geschichte. Und dieses Buch ist einfach für mich der perfekte Auftakt einer Spin-off-Reihe. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich hoffe, dass ganz, ganz bald der zweite und der dritte Teil dann auch hier erscheinen wird. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht und was Jennifer Armentrout da noch schreiben wird. Und ja, mehr kann ich euch dazu jetzt auch nicht sagen. Ich rede, glaube ich, auch schon wieder viel zu viel über dieses Buch. Ich liebe es einfach. Schaut es euch an. Schaut euch generell die Dark Elements-Reihe an. Wenn ihr sie noch nicht kennen solltet, es ist definitiv eine klare Leseempfehlung von mir, diese Reihe zu lesen. Definitiv. Wer auf kitschige, sexy, schmalzige, übertriebene, stereotypische Jugendbücher steht. Naja, nicht ganz so jugendfrei sind die. Vielleicht so ab, sagen wir vielleicht so ab 16, 14, 16, ich weiß es nicht genau. Dann solltet ihr euch diese Bücher auf jeden Fall angucken. Lest diese Reihe. Sie ist einfach so unglaublich gut und ihr habt echt was verpasst, wenn ihr die Bücher nicht lesen solltet. Deswegen kann ich nur sagen, klare Leseempfehlung an dieser Stelle von mir. Und ja, mehr gibt es jetzt zu diesem Buch nicht zu sagen. Ich wollte nur noch ganz kurz als Anmerkung sagen, eigentlich sollte heute mein Lesemonat online kommen. Falls ihr euch fragt, warum kommt denn heute schon wieder eine Buchvorstellung/Empfehlung online? Hatten wir das letzten Sonntag. Eigentlich sollte heute der Lesemonat und die Neuzugänge online gehen. Da ich aber aufgrund dessen, dass meine Omi 85 geworden ist, am Wochenende nicht zu Hause bin und ich keine Zeit hatte, den Lesemonat zu drehen und zu schneiden, verschiebe ich den einfach auf nächstes Wochenende. Und deswegen gab es heute nochmal eine Buchvorstellung oder Buchempfehlung. Und ja, ich weiß, ich muss mich bei euch nicht rechtfertigen, aber ich wollte es einfach an dieser Stelle einfach mal erwähnt haben. Falls viele von euch schon auf den Lesemonat warten, ich weiß ja immer, dass der Lesemonat so das Video ist, wo ihr euch am meisten drauf freut. Deswegen, der kommt nächsten Sonntag, versprochen. Und ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und lest Dark Elements. Diese Reihe ist einfach so unglaublich gut. Und jetzt interessiert mich nur noch Sarah von A Court of Wanting Books. Wie hat dir das Buch gefallen? Das möchte ich gerne noch wissen. Verrat es mir. Schreib es mir in die Kommentare oder so. So, und an den Rest von euch, habt eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.